Guten Morgen! Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn ein Video noch viel besser wird als das erste Video, wo die Kamera nicht gelaufen ist. Und deswegen ist das zweite Video. Hallo! Ja, ich wurde mehrfach in den Kommentaren darum gebeten, und die Pulver vorzustellen, die ich benutze und zu welchem Zweck ich sie benutze und was sie gebracht haben und ob ich sie immer noch nutze. Und genau das will ich heute in dem Video tun. Generell vom Vitamingehalt sind frische Pflanzen natürlich immer vorzuziehen, aber es gibt nicht wenig, was für ein Pulver spricht. Aufgrund der Trocknung sind die Pulver haltbarer als frische Pflanzen und können weltweit vermarktet werden. Dadurch können und müssen die Unternehmen knapper kalkulieren, was wiederum bedeutet, dass die Konkurrenz höher ist als bei saisonaler und frischer und verderblicher Ware. Das bedeutet, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei Pulvern, hört, viel höher und der Konsument bekommt durch die Marktsituation viel mehr für sein Geld als bei frischen Obst und Gemüse, obwohl das natürlich losgelöst besser vom Vitamingehalt ist. Zumindest dort, wo die Konkurrenz herrscht. Daher ist bei neuen Wunderpulvern immer Vorsicht geboten. Weil das in der Vergangenheit immer auch die absolute Goldgrube war für den Erfinder des Pulvers. Dann ziehen nämlich dann irgendwann die anderen Anbieter nach. Der tatsächliche Effekt oder Nicht-Effekt kommt als Rückmeldung durch die Kunden zurück in den Markt und das Pulver verschwindet wieder, weil es keine Wirkung hat. Wenn es aber eine Wirkung hat und das Pulver auch nach 3-4 Jahren noch am Markt ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es sich dabei nicht um ein Marketingpulver handelt, sondern tatsächlich einen Effekt hat. Und lasst euch nicht verunsichern, ich schaue nochmal aufs Mikro, läuft nicht, dass ich ein drittes Mal reden muss, und lasst euch nicht verunsichern von Menschen, die eine generelle Aversion gegen Pulver haben und meinen, dass seid doch alles Abzocke und Verarsche. Selbst 100% Rohköster und Wildkräuter-Enthusiasten, die wesentlich gesünder leben als die meisten derer, die Pulver kategorisch ablehnen, die greifen gerne darauf zurück, weil sie wissen, was sie davon haben. Man muss eben nur unterscheiden lernen von Pulvern, die was bringen, und Pulvern, die einzig und allein auf die schnelle Mark, auf den schnellen Euro ausgerichtet sind oder bald wieder Mark, man weiß es ja nicht. Wie macht man das? Genau, selber ausprobieren, und das habe ich getan und das tue ich immer noch und das werde ich auch immer weiter tun. Fangen wir an. Es kann natürlich sein, dass ich das ein oder andere Pulver vergesse, aber ich versuche mich an alles zu erinnern. Angefangen hat alles mit Guarana, was glaube ich mein erstes Pulver gewesen sein musste. Hier war der Wunsch, dass ich mich länger konzentrieren kann, ohne dabei Herzrasen zu bekommen und Herzstolpern, wie zum Beispiel von Cola und von Koffeinpulver. Das müsste mein erstes Pulver gewesen sein, Koffeinpulver. Ja, und genau das hat Guarana auch gebracht. Ich konnte mit einer Ladung von einem gehäuften Esslöffel ca. 5 bis 6 Stunden auf höchstem Niveau rechnen, kalkulieren, absolut fehlerfrei meine Arbeiten vollenden. Es gibt meiner Meinung nach nichts Besseres, vor allem Schonenderes für den Körper, als Guarana zur Konzentrationssteigerung. Der Geschmack ist erdig bis sandig. Das nächste Pulver wird das Enzianwurzelpulver gewesen sein. Das bitterste organische Pulver der Welt. Das wollte ich nehmen, um etwas ruhiger im Gemüt zu werden, da es genau das bewirken sollte. Diesen Effekt konnte ich leider nicht feststellen und habe es aufgebraucht, aber nie wieder danach gekauft. Dann habe ich das als Insektizid bekannte Neempulver probiert, mit genau derselben Intention, ruhiger zu werden. Der Geschmack ist ebenso bitter und adstringierend, also zusammenziehend, wie bei der Enzianwurzel. Und beim Neempulver trat dieser Effekt dann auch tatsächlich ein und ich bin ruhiger geworden. Ich bin tatsächlich jetzt ruhiger geworden. Man mag es nicht glauben, aber ich bin wirklich ruhiger. Ich nehme ca. einen halben Teelöffel täglich und ich habe absolut festgestellt, dass ich wirklich nicht mehr so zappelig bin und nicht mehr es ist so. Wobei ich bei den Dosierungen generell eigentlich hinzufügen möchte, das geht immer weit über die Empfehlungen hinaus, die die Hersteller geben, und tastet euch da persönlich heran. Ich bin ein Mensch, der egal ob Medikamente, Pulver oder Narkotika, diese immer irgendwie sehr schnell verarbeitet oder gar nicht drauf anspricht. Wahrscheinlich weil meine Leber so wie so ein Weltmeister entgiftet. Jedenfalls nehme ich von jeher immer die doppelte bis dreifache Menge der vom Arzt verschriebenen Medikamente, egal ob das Schmerzmittel sind, Schlafmittel oder Antibiotika. Ich bin auch als Kind schon bei einer Mandel-OP aus der Vollnarkose aufgewacht. Ein sehr traumatisches Erlebnis, kann ich euch sagen. Also bitte, fangt immer klein an und steigert dann, bis eine Wirkung eintritt, und übernehmt nicht einfach die Dosierung von anderen.
Wenn keine Wirkung eintritt, dann brauche ich persönlich die Pulver mit einem Esslöffel täglich einfach auf, um die Mineralstoffe, die in jedem Pulver enthalten sind, noch irgendeinem Zweck zuzuführen. Nähpulver kommt also auch heute noch täglich in meinen Smoothie. Als nächstes habe ich das Hishowu Pulver vom Regenbogenkreis probiert, was Anti-Aging Effekte und eine vitalisierende Wirkung haben sollte. Davon ist nichts eingetroffen und wurde auch entsprechend ja, nur noch aufgebraucht. Der Geschmack des Hishowu Pulvers war malzartig und erinnerte etwas an Malzkaffee. Dann kam auch schon das Weizengraspulver. Genau. Und der Sinn waren die vielen Mineralstoffe im Pulver, die vielen Nährstoffe und eigentlich überhaupt nicht die Wirkung. Aber umso überraschter war ich, als ich gemerkt habe, dass das Weizengraspulver einen richtig kleinen Kick gibt. Circa 5 bis 10 Minuten nach dem Verzehr bekommt man für ungefähr 15 bis 30 Minuten so einen kleinen Kick, so Energie und 15 bis 30 Minuten. Aber die Kombination natürlich, super Nährstoffe und einen Kick, machen ihn für mich zum absoluten Must-Have für meinen Morgensmoothie, ungefähr eingehäufter Esslöffel. Gerade weil er mit auch seiner süßlich-erdigen Note auch sehr gut schmeckt. Dann habe ich das Gerstengraspulver probiert, was ähnlich vollgestopft mit Nährstoffen ist wie Weizengras, aber im Geschmack eben weit dem Weizengraspulver unterlegen ist. Das schmeckt immer so leicht faulig organisch. Da ich mir aber gleich 3 Kilo geholt habe, bin ich da immer noch am Aufbrauchen und werde dann noch eine Weile brauchen, werde es aber nicht wieder kaufen. Keine Empfehlung für Gerstengraspulver. Dann kam das Moringa Pulver. Auch hier ist die Intention der unglaubliche Nährstoffgehalt gewesen und hier passte der Geschmack auch wieder. Ähnlich süß wie das Weizengraspulver und für mich ein gern gesehener Gast in meinen Guten Morgen Smoothie. Dann habe ich die Aminosäuren Lysin und Prolin genommen, um einfach mal zu testen, ob sich mein Muskelfaserriss dadurch besser schließt. Lysin habe ich zudem als Mangel in meiner Ernährung festgestellt mit Chronometer und da ich nicht auf lysinhaltige Produkte vermehrt wechseln wollte, da habe ich bis vor kurzem Lysin als sinnvolle Ergänzung für meinen Nährstoffbedarf genommen. Dann habe ich aber erfahren, dass das Lysin gar nicht vegan hergestellt wurde und die Packung dann eben trotzdem noch aufgebraucht und aber jetzt nehme ich ein anderes Pulver, zu dem wir nachher noch kommen werden, wenn ich es nicht vergesse bei den ganzen Pulvern. Generell ist ein weiterer Vorteil der Pulver im Allgemeinen, dass man wunderbar wie bei Lysin Nährstofflücken schließen kann. Auch tropfe ich mein Vitamin D einfach in das erste Glas meines Smoothies morgens rein. Es ist so einfach, schon mit einem morgendlichen Getränk alle Vitamine, alle Mineralstoffe und alle Aminosäuren für den Tag aufzunehmen und das mit ca. 1000 Kalorien. Einfach der perfekte Start in den Tag. Was ich auch schon längere Zeit einnehme ist Chlorella, das wirklich am Anfang sehr furchtbar geschmeckt hat und sehr faulig, wahrscheinlich jetzt auch immer noch, allerdings habe ich mich dran gewöhnt und nehme nun täglich einen Teelöffel voll. Allerdings habe ich erfahren, dass alle Chlorella Produkte bis von denen aus Klötze von Pure, die im Glasröhrensystem gezüchtet werden, sehr schadstoffbelastet sind und bin zu Bentonit gewechselt. Das ist ein Pulver, was im Endeffekt nur Mineralerde ist, aber denselben entgifteten Effekt wie Chlorella hat. Siehe auch dazu oben in den Infokarten das Video zu Bentonit. Geschmacklich relativ angenehm, leicht karamellartig würde ich sogar sagen, aber die Konsistenz ist extrem eklig, klebt den ganzen Mund voll, ähnlich wie Flohsamenschalen oder wenn ihr trockenes Mehl mit Wasser vermischt und das dann esst, ja und entsprechend boah, ist schon tough. Als Alge habe ich auch noch das Kelppulver oder die Kelpalge in der Verwendung, was geschmacklich relativ neutral, so leicht seewasserartig daherkommt, aber für meine Jodversorgung unerlässlich ist, da ich sonst keine andere Jodquelle habe. Generell ist der Geschmack der einzelnen Pulver für mich nicht so relevant, weil in einem Smoothie mit frischem Obst und frischem Gemüse diese Geschmäcker von dem Pulver eigentlich fast immer untergehen. Dann ich habe mal für meine Gehirnleistung habe ich mal Brahmi probiert und einen Monat Brahmi und einen Monat Neuronate, was selber wieder ein Mix von Pulvern ist. Das Video ist erst vor ein paar Tagen online gegangen. Beides hatte keine Effekte. Ich teste das immer mit Lumosity in einem Programm, um die Gehirnleistung zu messen anhand von Spielen und an Tests und ja, kein Effekt. Aber auch im Alltag habe ich keine merklichen Effekte durch die beiden Sachen erhalten. Das nächste Pulver, was ich getestet habe, ist Lucuma. Da war nun der Geschmack wirklich sehr gut, erinnert etwas an Mango, deswegen habe ich es auch gekauft, aber in einem Smoothie ist verschenkt.
Und auch sonst hat das Lukuma gemessen an dem Preis kaum Geschmack abgegeben und ist bei mir ja daher auch komplett durchgefallen, weil nur das Lukuma Pulver hält, da kann nur eine frische Mango essen. Ja, und wird entsprechend auch nicht wieder bestellt. Baobab, das nächste. Das habe ich aus denselben Gründen gekauft, wegen Geschmack, muss aber sagen, dass Baobab besser als das Lukuma den Geschmack abgibt und was sicherlich auch am leicht zitrusartigen Geschmack liegt, da ja, wie wir wissen, ätherische Öle von Zitrusbäumen immer dominanter im Geschmack sind als andere Geschmäcker. Aktuell habe ich noch gemahlene Braunhirse im Test, um meinen Siliziumhaushalt zu decken. Ja, ja, das gibt's. Ja, der durch den quasi Wegfall von Weizen-Roggenprodukten bis auf Pizza Luigi, die ich hin und wieder mal esse, zumindest im täglichen Verbrauch, sonst kein Weizen-Roggen zu mir nehme, ja, habe ich keine nennenswerten Quellen von Silizium. Und dazu ist es reich an Magnesium, wo ich aufgrund meiner muskulären Dinge auch immer gerne lieber ein bisschen zu viel Magnesium habe als zu wenig. Weiterhin recht neu ist das MSM Pulver, was ich da auch oben zusammen mit Bentonit in einem Video abgehandelt habe. Geschmacklich sehr bitter, nicht so bitter wie Enzian, aber sehr bitter, aber 3 signifikante Effekte nach ungefähr 1-2 Wochen eingetreten. Intensivere Träume, noch höhere Libido und Knieschmerzenreduktion. Das werde ich also auch weiterhin dauerhaft nehmen. Zurzeit brauche ich noch mein Ginseng Pulver auf, gekauft, weil es bekanntlich den Geist stärken soll, aber davon merke ich nichts. Also ja, geschmacklich ist es auch scharf bitter, also auch da nicht so toll. Das dürfte so ungefähr gewesen sein, was ich bisher probiert habe. Alle Pulver, die ich zu 100% empfehlen kann, sind auf der Homepage, auf meiner Homepage und teilweise auch hier in der Infobox verlinkt. Generell update ich auf meiner Homepage immer wieder, wenn ich von einem Produkt überzeugt bin, und nehme es immer wieder raus, wenn nicht mehr. Es sind noch nicht alle Produkte drauf auf meiner Homepage, die ich benutze, gerade die ich in der Vergangenheit zurückliegenden Vergangenheit gekauft habe, in der weit zurückliegenden Vergangenheit, aber nach und nach sollte eigentlich mein kompletter Haushalt abgebildet sein auf der Homepage, zumindest die wirklich guten Dinge, von denen ich überzeugt bin. Ich probiere ja auch laufend weiter. Dazu habe ich auf der Homepage übrigens angefangen, jetzt schriftliche Artikel zu veröffentlichen, die auch den Aussagen meiner Videos entsprechen quasi, aber der ein oder andere liest halt lieber, als dass er hört, und von daher meine Empfehlung. Meine Homepage lässt sich auch ganz gut merken: www.christian.yt. Also einfach statt de typischerweise yt für YouTube. Also www.christian.yt. Ich kann jeden nur animieren, selber auszuprobieren und zu schauen, was ergänzt sich mit eurer Ernährung, was die Pulver angeht. Wo habt ihr eure Defizite? Was wollt ihr erreichen? Pulver sind einfach eine super Ergänzung und auch jahreszeitenunabhängig. Dazu oftmals praktischer und genauer zu dosieren. Es gibt auch viel Murks und Geldmacherei, aber mit etwas Wissen und Recherche erkennt man das relativ gut. Aber natürlich fällt hin und wieder mal ein Euro in den Brunnen der Erfahrung. Trotzdem möchte ich persönlich die Pulver nicht missen. Ich hoffe, das hat eure Fragen zum größten Teil beantwortet. Wenn nicht, dann schreibt mir das in die Kommentare, und auch generell würde mich von euch interessieren, nutzt ihr Pulver selber, und wenn ja, welche Pulver? 1-2 habe ich vergessen, mir fällt gerade ein. Das bohrt mir schon die ganze Zeit im Kopf rum. Ich habe ja gesagt, Lysin nehme ich nicht mehr, und keiner von euch hat was gesagt. Ich hätte mich jetzt verabschiedet und keiner von euch hat mich unterbrochen. Also, natürlich, Lysin habe ich abgesetzt, aber ich brauche irgendwie Lysin. Und wie habe ich das jetzt? Erbsenprotein und Reisprotein, und zwar im Verhältnis 30-70. 30% Erbsenprotein, 70% Reisprotein, insgesamt 30 Gramm Protein, also 20 und 10 Gramm quasi, nehme ich ungefähr. Ja, es sind 33,33 Periode und 66,66 Periode, 6, aber es ist ungefähr 30-70 das Verhältnis. Und warum ist das Verhältnis entscheidend? Weil das Verhältnis 30-70 ist exakt dasselbe Verhältnis wie von Fleisch. Die Aminosäurebilanz. Was macht Fleisch aus? Nicht die Vitamine, nicht die Mineralstoffe. Die Aminosäurebilanz. Und diese Aminosäurebilanz wird nachgebildet mit einem Verhältnis 30% Erbsenprotein, 70% Reisprotein. Und so kann ich, und das ist auch vegan, kann ich meinen Lysin quasi durch diese beiden Proteine decken und habe zudem noch Fleisch im Smoothie. Und jetzt habe ich wirklich alles im Smoothie. Ich hatte bisher wirklich echt alles im Smoothie. Aber Fleisch hatte ich noch nicht im Smoothie. Und jetzt habe ich Fleisch im Smoothie. Denn das, was Fleisch ausmacht, ist die Aminosäurebilanz. Und die habe ich im Smoothie. Und das heißt, jetzt ist der Smoothie noch kompletter, als er ohnehin schon komplett war. So, jetzt ist aber wirklich gut. Und ich warte auf eure Kommentare. Habt ihr noch Fragen? Und ja, was nehmt ihr für Pulver? Sagt mir das, und
wie ist eure Einstellung zu Pulver? Na, ist der auch so leicht fanatisch wie meine? Ich freue mich auf eure Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.